So, über Stock und Stein. Ich glaube, dieses Video nenne ich über Stock und Stein. Das passt sehr gut. Wir sind auf dem Weg zu einer Ruine und laufen gerade hier, keine Ahnung, was für einen Weg lang. Aber den offiziellen Weg dorthin anscheinend, keine Ahnung. Ja, aber bevor wir jetzt mit den Fotos anfangen, was kommt nochmal am Anfang von so einem Video? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du sagen? Ich glaube ein Intro. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bin ich mit der wundervollen Krübel wieder unterwegs. Eigentlich wollten wir zu einer Ruine nehmen, nämlich, wie ist sie? Burg Hardenstein. Burg Hardenstein. Ah, ich bin alt und vergesse. Sind hier extra diesen steiligen Weg runtergegangen und dann ist die ganze Ruine voll mit Leuten, die auf der Ruine Picknick machen. Yep. Kann man machen, ist halt doof. Aber wir haben uns jetzt hier schon so einen kleinen Torbogen gekrallt und Fotos gemacht. Und jetzt gehen wir noch, haben ein schönes Feld gesehen eben auf dem Hinweg. Gehen wir jetzt auch noch mal hin. Das zeigt einfach, man muss immer das Beste draus machen und spontan reagieren können. Ja. Und da gehen wir jetzt mal hin und nehmen euch einfach mit. Bis gleich. So, Tourding ist vorbei. Ja, Fazit kann man eigentlich nicht ziehen. Wir können nur sagen, dass, dass die meisten Fotos wir an einem Baum gemacht haben, an dem wir die ersten Minuten vorbeigegangen sind. Dann nur halt auf dem Rückweg, weil ja eigentlich Ruine ja voll war und hier gerade der Wind losgeht. Ja, so wie gerade auch. Wir sind fast vom Winde verweht. Ja, Jahre. Ja.
Ja, aber hat Spaß gemacht, war schön. Aber man lernt das Land so ein bisschen kennen, indem man durch die Walachei läuft. War natürlich immer, ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn dann irgendwie die Locations voll mit irgendwelchen Leuten sind, die. Ja, sie können ja nichts dafür, aber es ist halt, ich finde es immer noch dumm, auf den Ruinen selber zu picknicken und den Müll wahrscheinlich noch da zu lassen. Egal. Wir haben das Beste draus gemacht, wir haben wunderschöne Fotos gemacht. Und ja, hat Spaß, oder? Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dann. Ciao.